Hallöchen, Freunde, willkommen zurück bei NerdsHelm Tech. Ich bin's, Ronny. Und ja, die EM ist ja quasi für Deutschland schon vorbei. Trotzdem kann man ja sich nochmal nach einem Beamer umschauen. Dangbei hat diesen N2-Projektor vor ein paar Wochen veröffentlicht. Und der ist in einem relativ spannenden Preisrahmen mit Full-HD-Auflösung, Automatismen wie Autofokus, Autotrapezkorrektur, automatische Bildeinrichtung bzw. auch anpassend die Leinwand versehen, ist Netflix-zertifiziert und kann momentan so für 359 Euro gekauft werden, auf Amazon zum Beispiel. Und die unverbindliche Preisempfehlung liegt so bei 400 bis 500. Der Hersteller selber hat auch schon mehr Rabatt gegeben. Das Ding habe ich mir in den letzten Wochen schon angeguckt und was ich davon halte, was das Ding kann, da nehme ich euch natürlich mit auf die Reise. Als erstes, das, was ihr hier seht, auf dem Tisch, inklusive Verpackung und dem Gimbal, ist eine Bestellung. Das heißt, so bekommt ihr das auch vom Hersteller. Und das finde ich super praktisch, denn ihr könnt jetzt mit diesem Gimbal um 210 Grad nach oben oder nach unten neigen. Ihr könnt auch nochmal leicht in der horizontalen Achse das Ganze anpassen und seid vom Aufstellen wesentlich flexibler, als würdet ihr das Gerät so hinstellen, weil in den meisten Fällen sind die Projektionswinkel entweder ein bisschen zu tief oder ein bisschen zu hoch und auf dem Schrank X kriegt das nicht so gut hin wie auf der Couchlehne Y. Ihr kennt wahrscheinlich die Probleme beim Einrichten, die haben wir jetzt hier nicht. Wenn wir uns das ganze Gerät dann näher anschauen, sehen wir, ja, hier gibt es einen TOF-Sensor hier vorne dran, der wieder für die Bildschärfe da ist. Man hört auch dann immer das leichte Rattern. Ihr jetzt in der Aufnahme vielleicht nicht, weil der macht zwar gerade den Fokus, das hört ihr aber nicht. Wir haben vorne natürlich den Lichtauslass. Es ist ein LCD-LED-Projektor. Die Lebenszeit soll bis zu 30.000 Stunden hoch sein. Ob das Gerät nach so einer Laufzeit dann A noch funktioniert oder B überhaupt noch eine Relevanz von der Technik her hat, ist mal dahingestellt. Aber es ist ja nicht wie ein herkömmlicher alter Projektor, der mit Lampenleuchtmitteln arbeitet, die ja kontinuierlich an Helligkeit verlieren. Das kann bei LED nicht passieren. Und alte Leuchtmittelbeamer haben zum Beispiel nur eine Lebensdauer von 3.000 bis 5.000 Stunden gehabt, dann musste man die wechseln. Das kann man hier nicht machen. Ansonsten ist es halt immer noch recht klein und recht kompakt. Auf der Rückseite sehen wir dann die Anschlüsse. Da haben wir dann den Stromeingang. Übrigens liegt der Stromverbrauch dabei 98 Watt, auch jetzt gerade im Betrieb. Wir haben einen HDMI-Eingang. Wir haben zwei USB-Ports und einen 3,5er Klinkenstecker. Das ist das, was ihr hier verwenden könnt. Natürlich liegt da auch noch Dualband-WLAN vor, also 2,4 und 5 GHz. Und mit Bluetooth könnt ihr auch Lautsprecher koppeln. Ich habe das schon mal einmal ausgetestet und hat super funktioniert. Der hat das gerade gefunden und ich konnte darüber latenzfrei dann mit einem wesentlich besseren Klang als die internen Lautsprecher mit 6 Watt hier dann das Ganze wiedergeben. Was die Lautsprecher angeht, muss ich aber sagen, ist das vom Klang gar nicht so verkehrt. Es ist ausreichend und auch irgendwo noch raumfüllend, wenn der Raum nicht zu groß ist. Hat eine hohe Lautstärke und eine gute Verständlichkeit. Tiefgänge hat man natürlich schon, also ein bisschen tieferen Bereich, aber natürlich mit einer separaten Anlage und einer Zuspielung kann man es nicht vergleichen. Ja, neben der Full-HD-Auflösung wird auch HDR10 und HLG unterstützt. Das Ganze wird hier, wie gesagt, mit einem separaten einzelnen Betriebssystem durchgeführt. Und ich würde sagen, das gucken wir uns mal an. Ich habe jetzt noch Licht an. Ich mache mal das letzte Licht aus. Das Bild ist jetzt noch nicht ausgerichtet und es ist so, dass wir auch noch nicht die volle Dunkelheit hier im Raum haben. Das heißt, hier haben wir immer noch einen leichten Lichteinfall von der rechten Seite. Die Helligkeit wurde mit 400 ISO-Lumen angegeben und gemessen. Das können wir euch auch mal mit einblenden. Habe ich dann bei mir 380 ISO-Lumen beziehungsweise dann auch irgendwie die 382 ISO-Lumen mit zwei Messungen. Das heißt, hier haben wir dann knapp die 400 ISO-Lumen, was natürlich ein Wert ist, mit dem die meisten mehr anfangen können. Ich richte jetzt einmal das Bild ein, indem ich das ja, einfach mal kippe und dann kann man das im System ja einstellen, dass der automatisch dann Hindernisse erkennt, dass er automatisch bei Bewegung scharf stellen soll und das Bild ausrichten soll. Und das funktioniert in den meisten Fällen auch ziemlich gut. Es dauert ein bisschen, aber ihr seht, die Pflanze, die jetzt hier als Hindernis erkannt wurde, ist jetzt quasi eliminiert. Das Bild ist natürlich entsprechend kleiner, aber man sieht, dass es funktioniert. Und das ist, finde ich, schon mal extrem wichtig. Und der Autofokus funktioniert auch sehr gut. Ich kann den natürlich auch mit dem Tastendruck auf die Tastatur noch einmal manuell aufrufen und dann auch manuell verändern. Und jetzt gehe ich zum Beispiel ins Negative rein und dann kann ich ihn wieder ein bisschen schärfer machen. Es gibt eine Einschränkung bei dem Projektor, was die Schärfe angeht. Und zwar, wenn ihr über 3,20 Meter Abstand zur Leinwand euer Projektionsbild auf die Leinwand flacken wollt. Der kann bis 120 Zoll Größe darstellen und das entspricht ungefähr 3 Meter, 3,20 Meter. Alles darüber hinaus,
da kann der Fokus dann nach oben hin nicht mehr in den scharfen Bereich rein wechseln. Da seid ihr dann fest. Also das kann das, die Mechanik hier drin nicht. Das bedeutet, ihr müsst unter 3 Meter oder an der Grenze von 3,20 Meter projizieren. Aber ich denke, das ist weniger das Problem. Ich habe jetzt hier natürlich ein etwas kleineres Bild, aber zum Beispiel unten bei uns im Raum, wo ich dann auch die ganze Messung und Werte mit durch aufgenommen habe, sind wir so bei 3 Meter Abstand oder nicht ganz 2,50 Meter und haben eine 100 Zoll große Leinwand damit befüllt. Und das ist ja für die meisten schon wesentlich größer als das, was der Fernseher kann. Was das Betriebssystem angeht, seht ihr, ja, es ist sehr simpel gehalten. Das ist in der Preisklasse auch relativ normal, auch ein bisschen niedriger. Da habt ihr nie oder selten nur Android TV oder Google TV. Das wäre schön gewesen. Ihr habt Zertifizierung für Netflix, ihr habt YouTube drauf, ihr habt Prime drauf, ihr habt einen Browser drauf, ihr habt einen App Store drauf. Der App Store selbst, ja, ist sehr überschaubar. Ich denke, der eine oder andere von euch kennt das Ganze schon. Wenn ich dann hier ganz nach rechts durchgehe, da habe ich dann alle Apps und wenn ich mir das dann so angucke, da kann ich hier durchgehen. Aber das ist leider nicht das, was ich dann erwarte, denn zum Beispiel ein Disney Plus, ein Netflix Update, ein Amazon Prime Update, WoW drauf machen oder irgendwas anderes, ja, das habe ich hier leider nicht. Das heißt, wer hier noch andere Medien schauen will oder streamen will, der sollte dann halt einfach einen HDMI-Stick von Amazon oder Waipu TV oder irgendwas raufklatschen oder was es nicht alles gibt, um das dann zu komprimieren. Wenn ihr nur Prime Video oder Netflix guckt, dann ist es kein Problem. Wir haben auch die Möglichkeit, ich habe schon angesprochen, mit dem Bluetooth-Lautsprecher. Einerseits kann das Gerät als Bluetooth-Lautsprecher verwendet werden, aber ich kann auch in den Einstellungen, wenn ich hier oben reingehe, dann auf Bluetooth gehen und dort kann ich auch einen, da sieht man es, die JBL Extreme einfach mit zum Beispiel als Lautsprecher koppeln und dann hier das drüber laufen lassen, wenn ich den normalen Lautsprecher nicht benutzen will. Ich habe die Möglichkeit, manuell das Bild noch ein bisschen anzupassen. Dann drücke ich halt automatisch drauf und dann kommt halt das Ganze, was wir gerade schon gesehen haben. Er passt das Bild an, setzt den Fokus, wie gesagt, bis 3,20 Meter. Mehr geht nicht. Und dann ist das Bild eigentlich auch ziemlich scharf. Und wenn ich möchte, kann ich das Bild natürlich auch noch kleiner zoomen, 50 bis 100%. Da kann man es kurz lesen. Das heißt, auch wer dann irgendwie das technisch nicht anders hinstellen kann, kann das Bild trotzdem noch verkleinern. Größer machen geht natürlich dann nur mit dem großen Abstand, aber wie gesagt, da haben wir ja eine Limitierung. Ja, was das Bild angeht, ich habe natürlich auch hier meine ganz normalen Testbilder wieder durchlaufen lassen. Die seht ihr auch gerade und da seht ihr auch, dass die Schärfe vernünftig ist. Es gibt an der rechten unteren Bildhälfte mal irgendwo einen kleinen Bereich, der zum Rand hin ein bisschen unschärfer ist. Grundsätzlich haben wir, wenn der Projektor aber parallel zur Leinwand steht, ein ziemlich gutes und scharfes Bild, was ich ja wie gesagt manuell auch schnell nachjustieren kann. Ansonsten sieht man an diesen Testbildern aber auch, dass das Kontrastverhältnis auf der rechten Seite, dass das schön unterteilt ist. Wir haben ein Kontrastverhältnis von 2000 zu 1, gibt der Hersteller an. Somit haben wir gute Unterschiede und sichtbare gute Unterschiede zwischen hell und dunklem Content. Wobei, wie gesagt, 400 ISO-Lumen, also 380, 81 gemessen von mir, sind natürlich nicht extrem hell. HDR-Content kann man damit zwar schauen, aber wenn ich natürlich einen dreimal so hellen Projektor oder doppelt so hellen Projektor habe, ist die Helligkeit, Enthelligkeit und Effekte von dunkel auf hell natürlich eine andere Geschichte. Die Schwarzwerte sind nur normal, solide, sag ich mal. Man sieht aber auch hier auf der linken Seite in dem Fenster, dass diese Abtrennung da vorhanden ist. Und das sieht man dann auch in den anderen Testbildern, die wir da sehen, beziehungsweise auch die Farbverläufe. Das sieht eigentlich alles ganz vernünftig aus. Die Farben sind nicht überkrass und nicht übersättigt. Und von der Farbdarstellung ist natürlich das Gerät weit entfernt von einem perfekten Farbraum. Aber das, was dargestellt wird für einen Einstiegsprojektor, gefällt mir wirklich gut. Und ob das jetzt irgendwelche Testvideos sind von Costa Rica auf YouTube in 4K mit den Tieren, das sieht lebendig und farbenfroh aus. Wir haben eine vernünftige Bildschärfe. Der Ton aus den Lautsprechern klingt vernünftig. Da kann man eigentlich gar nicht meckern. Ich finde das so als Einstieg absolut ausreichend. Und all das, was ich bei so einem Projektor brauche, mit dem Auto kalibrieren, Auto einstellen, Autofokus, ist ja alles mit bei. Und vom Bild her, wie gesagt, überhaupt kein Problem. Wenn ihr zocken wollt, könnt ihr auch zocken. Ich muss hier nicht meinen niedrigen Latenzmodus einschalten, sondern ich habe jetzt einfach Steam Deck mit einem HDMI auf Typ-C-Kabel einfach angeklemmt. Hab dann, seht ihr ja gerade im Menü, ne? Ich habe das Menü, das ist flüssig, das sieht vernünftig aus, hat schöne Farben, schöne Schärfe. Und dann habe ich da irgendwas gezockt und es war ein schneller Shooter und ohne Latenzen hat das super funktioniert. Für kompetitive Shooter online würde ich das jetzt vielleicht nicht so weit tragen, aber wenn ich mal mit den Kumpels auf der Couch in groß, in 100, 120,
25 Zoll Mario Kart auf dem N64, Super Nintendo oder auf der Switch spielen will, dann kann ich das machen. Ohne Latenzen, ohne Probleme. Und wie gesagt, wenn mir halt der Ton aus dem Lautsprecher nicht gefällt, nehme ich einen anderen Lautsprecher, fertig. Oder reicht das an die Anlage weiter. Also vom Bild her selber hat es mir richtig gut gefallen. Viele Einstellungsmöglichkeiten haben wir nicht. Wir können die drei Grundfarben mit einstellen. Wir können an der Helligkeit ein bisschen drehen, am Kontrast ein bisschen. Aber mehr haben wir da jetzt halt nicht. Also für eine tiefgreifendes Kalibrieren des Bildes ist das System nicht da. Aber ganz ehrlich, wenn wir hier von 360 Euro reden, der Anspruch an ein perfektes Bild wird hier wahrscheinlich nicht gegeben sein. Wenn ich das nämlich will, dann muss ich auch weitaus mehr Geld ausgeben. Ja? Also was das Bild angeht, kurz zusammengefasst, tatsächlich ein richtig gutes Bild. Voraussetzung natürlich, dass der Raum möglichst dunkel oder ganz dunkel ist, dass er hier seine volle Helligkeit ausspielen kann. Aber dann habt ihr ein richtig gutes Bild und das macht bei Filmen, Serien oder beim Zocken richtig viel Laune. YouTube. Ich nehme mir jetzt mal unser Katzen-HDR-Video. Ja, sieht man das? Da, Dangboy und da ist es. Also auch das Streamen funktioniert. Screencast, Screen Mirror ist im System auch noch mit hinterlegt. Da seht ihr, mein Gerät ist verbunden. Und dann geht es auch direkt los. Also auch das funktioniert. Ja, last but not least, eine Fernbedienung gibt es natürlich auch. Natürlich nicht beleuchtet, also im Dunkeln müsst ihr die erfüllen, aber die ist flach und dünn, das kriegt man hin. Netflix, Amazon Prime und YouTube sind quasi die Schnellzugriffe. Ansonsten in der Mitte den Fokus-Button zum manuell fokussieren. Lautstärke hoch, runter. Mehr ist es nicht, ne? Das zu der Fernbedienung. Fassen wir alles mal zusammen. Ihr bekommt für aktuell 359 Euro, der Preis wird sich vielleicht auch nochmal ändern, einen Projektor mit 400 ISO-Lumen bzw. gemessen 380 ANSI-Lumen auf einem Gimbal, um das leicht aufzustellen. Ihr bekommt einen Full-HD-Projektor mit HDR10 und HLG wird mit unterstützt. Ihr habt eine Autoausrichtung beim Hinstellen, ihr habt eine Hinderniserkennung, einen Autofokus, könnt Bilder bis zu 120 Zoll, bis zu einer Reichweite von Max oder einen Abstand von maximal 3,20 Meter an die Leinwand projizieren und das ist dann schon echt groß. Und das Ganze Netflix zertifiziert plus halt eben noch Amazon Prime und YouTube on board plus einen kleinen Play Store, der aber nicht mit dem Google Play Store gleichzusetzen ist, sondern so ein eigenes Ding. Da fehlt es dann aber an Inhalt. Wer andere Quellen streamen will, kann zum Teil natürlich sein Smartphone nehmen, wie mit YouTube gerade gezeigt. Wenn ihr dann aber WoW und tausend andere Sachen haben wollt, dann müsst ihr über den HDMI-Port einfach irgendwas anderes einspielen. Dann Amazon Fire TV-Stick zum Beispiel, die kosten nicht so viel Geld. Dann könnt ihr alles abspielen, habt vielleicht auch ein bisschen mehr Geschwindigkeit im System, wobei das völlig in Ordnung war. Und da gab es nichts zu meckern. Das System selber ist halt grundsolide. Man sieht, was man zuletzt geguckt hat, aber viel Auswahl hat man jetzt nicht. Ist halt leider kein Google TV. Finde ich ein bisschen schade. Hätte hier gerne schon drin sein dürfen. Ansonsten, was die Helligkeit angeht, was das Bild angeht, muss ich sagen, bin ich damit sehr zufrieden. Also vor allen Dingen, wenn man die Voraussetzung für einen Projektor geschaffen hat, dass der Raum abgedunkelt ist oder komplett dunkel ist, dann kann der halt auf die 3,20 Meter, die er maximal projizieren kann, aufgrund der Fokuseinstellung, dann ein echt schönes Bild projizieren. Das macht Spaß. Natürlich, nach oben hin sind die Grenzen nicht offen. Das gibt es natürlich wesentlich Besseres, aber da muss man natürlich auch ein bisschen mehr hinlegen. Und wer aber sagt, ich will so einen Einstiegsprojektor haben, ich will mir keine Sorgen machen müssen, wie ich das Ding aufstelle, hinstelle und wie muss ich das jetzt an die Decke flacken oder so, das kann man ja alles einstellen. Und mit dem Gimbal selber hier ist es halt wesentlich einfacher. Plus die Leinwandanpassung, die automatisch passiert, habt ihr halt keine Probleme. Genau, das soll es dann von meiner Seite aus gewesen sein. Ich habe auf jeden Fall mit dem Dangboy N2 echt viel Spaß gehabt in den letzten Wochen. Habe, wie gesagt, Filme und Serien drauf geguckt und auch ein bisschen drauf gezockt. Hat wunderbar funktioniert. Ihr dürft gerne mal reinschreiben, wie sieht es denn mit euch aus? Seid ihr in dem Preisbereich dann schon mit unterwegs oder sagt ihr, es darf gerne günstiger werden oder es darf auch gerne ein bisschen teurer sein? Oder habt ihr vielleicht noch ein paar Geheimtipps, die wir vielleicht noch nicht kennen, die wir vielleicht uns mal mit anschauen sollen? Ansonsten schreibt es natürlich gerne in den Kommentarbereich rein. Die Informationen zum Produkt gibt es natürlich dann bei uns auf der Webseite nerd7.de bzw. auch als App für iOS und Android zu bekommen. Aber das ist auch alles in der Videobeschreibung. Ich glaube, da erzähle ich nichts mehr Neues. Und ich würde sagen, dann noch ein frohes Filme gucken. Komm schon, Kleiner. Von einer Handvoll Kakerlaken hättest du auch keine Ahnung.